Hallo zusammen. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Sailing Enya. Wir sind Sigrid und Thomas und wir planen schon seit einiger Zeit eine Atlantiküberquerung für 2023. Bevor man zu so einem Unternehmen wirklich aufbricht, beginnen schon Monate bzw. Jahre davor die Vorbereitungen. Und das geht uns genauso, obwohl wir schon viele Jahre lang gemeinsame Segelerfahrung gesammelt haben. Wir sind 2015 von einem Trimaran, einem Dragonfly, auf unser Vorgängerschiff umgestiegen, einen Katamaran von der Werft Outremer mit 43 Fuß. Mit Gagu sind wir 6 Jahre lang durchs Mittelmeer gesegelt und dabei haben wir uns in diesen Schiffstyp verliebt. Es ist uns nach und nach aber bewusst geworden, dass, wenn wir den Atlantik überqueren, ein größeres Schiff vorteilhafter ist. Ganz besonders auch dann, wenn wir die Reise über den Atlantik hinaus fortsetzen. Zum einen gibt es mehr Platz, ganz klar, aber auch die Zuladung ist uns wichtig. Da wären wir auf dem 43er sehr limitiert gewesen, zumindest wenn man die guten Segeleigenschaften erhalten möchte. Ihr seht das Filmmaterial von Thomas' Besichtigung des Nachfolgeschiffs von Gagu. Dieser Katamaran ist wieder von der Werft Outremer, diesmal 49 Fuß lang. Und es war dann tatsächlich so, dass Thomas nach der Besichtigung die Kaufentscheidung getroffen hat. Unser nächster Besuch in Frankreich wird im Winter sein. Das wird zwar etwas ungemütlich, aber wir haben immerhin eine Heizung an Bord. Bei dem Besuch wird Thomas einige Firmen kontaktieren, wieder im persönlichen Austausch gehen mit den Mitarbeitern. Es ist immer wieder wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, damit die Arbeiten zeitgerecht durchgeführt werden. Was genau alles geschehen muss, zum Beispiel Austausch der Motoren, Erneuerung der Segel und vieles mehr, wird euch Thomas in einem der nächsten Beiträge erzählen. Die lange Vorbereitungszeit ergibt sich daraus, dass die Aufgaben neben dem eigentlichen Beruf untergebracht werden müssen. Für uns passt das aber auch emotional, um uns auf das Unternehmen innerlich einzuschwingen. Seit wir der Reise einen Termin gegeben haben, hat sie für uns fast schon ein bisschen begonnen. Es sind Bücher zu lesen, wir schauen uns gerne andere Segelblocks an und alle technischen und zeitlichen Abläufe sind in einem Projektplan zusammengefasst worden. Thomas ist in der Zwischenzeit zu einem Motorenspezialist mutiert, was ja kein Nachteil ist bei so einer Reise. Umsonst heißt es ja nicht, man repariert sich um die Welt. Ihr seht hier die Bilder von der Probefahrt. Das Wetter war sehr schön, dadurch wirken sie nicht so spektakulär. Gut war, dass dadurch die Leichtwindeigenschaften getestet werden konnten. Hallo Pierre! Pierre ist von der Werft und begleitet uns jetzt schon seit 2015 und ist uns sehr ans Herz gewachsen. Ich habe das Schiff einige Zeit später besucht. Und wir haben es in diesem Zeitraum überstellt und von La Grammotte nach Port St. Louis gebracht. Dort steht es jetzt an Land und wartet auf die Wartungsarbeiten. Was es in den folgenden Monaten alles zu tun gibt auf so einem Schiff, wollen wir euch gerne in unseren nächsten Filmen zeigen. Bitte abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Ihr könnt auch auf unserer Homepage vorbeischauen und auf Facebook oder Instagram. Das würde uns sehr freuen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis bald!